So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke, das ist der Hannes. Moin. Hinter der Kamera, DJ Naya. Sieht man hier einmal buff, Moin. Mit der Mew. Miau. Also Miau, ja, das ist Mew, klingt ja wie Pokémon Mew, aber das heißt ja Miau, also Meow. Aber so Miau. Ähnlich wird auch, glaube ich, auch Mauzi geschrieben, oder? Ja, oder Miau, so was in der Art, genau. Wenn ihr aufmerksam wart, habt ihr bestimmt gesehen, dass ich an meinem Geburtstag diese Flasche Pfefferminzlikör bekommen habe. Eine limitierte Edition von Nordbrand Nordhausen Pfefferminz in der Coco-Edition. Also wohl mit Bananengeschmack, genau. Genau. Findet keiner lustig, verdammt. Und wer genauer die Vlogs geschaut hat, aus hier von der Bleiloch Talsperre, da habe ich ja in einem Regal diesen schwarzen Pfeffi gefunden. Auch limitierte Edition Nordbrand Nordhausen Pfefferminz, minzig und frisch Pfeffi Black. Und hier ist ja so ein komischer Kojote drauf oder wie so ein Wolf, der die Augen groß macht. Das fand ich cool, da habe ich gleich gesagt, wenn der Hannes das nächste Mal kommt, muss er den unbedingt testen mit mir. Jetzt denke ich mir aber, oder wir denken uns genau, dass das ganz normaler Pfeffi ist, nur halt schwarz gefärbt. Aber es ist ja eh bald Halloween, da kann man ja mal so ein Tasting machen. Wir wollen jetzt beide mal vergleichen. So, das klingt schon mal gut. Das riecht auch wie normaler Pfeffi. Jetzt drehe ich es mal so um und ich schenke mal der Dame hier dieses erste Gläschen ein. Diese typische grüne Farbe ist komplett gewichen. Wir haben schwarzen Teer. Möchten Sie mal probieren? Sie dürfen den ersten Nipper mal wagen. Ja, es riecht aber wirklich nur nach Pfeffi. Nur nach Pfeffi. Riecht also richtig gut, ne? Sagen wir mal dazu. So, und? Schmeckt wie? Ja, schmeckt wie Pfeffi. Wie normaler Pfeffi, wie normaler Merkst Grüner. Nichts anderes, ne? Ganz normal, ganz normal. Okay, okay. Aber interessante Farbe. Interessante Farbe, ja. Deswegen limitierte Edition. Also wenn es den das ganze Jahr übergeben würde, wäre es ja eh Quatsch. Weil warum soll man den schwarzen kaufen, wenn man den grün haben kann, um cool zu sein oder was? Wir schenken das nochmal ein. Schwarz ist ja immer nice. Ach, verdammt, jetzt ist ja schon wieder so voll, da klebt hier der ganze Tisch, guck. Na, alles gut, wir schenken den also nochmal ein. Der ist es, da kannst du sogar durchgucken. Also wenn du den so einschenkst, du siehst alles da durch. Auch wieder so voll geworden. Der sieht im Glas auf jeden Fall sehr speziell aus. Ich habe gedacht, vielleicht ist da noch eine Lakritznote dabei oder irgendwas. Ist aber nicht. Ja, wenn man den gegen die Sonne hält, sieht man nichts. Aber so. Dann Prost nochmal hier kurz. Prost. Wir vertrauen der Genaya, dass das ganz normal ist. Deswegen mal gucken. Jetzt wollte ich ja sagen, der ist sogar ein bisschen milder. So vom Anfang her, aber das ist wahrscheinlich erstmal die Farbe, die sich abgesetzt hat, erstmal den Mund erreicht hat und danach kam erst dieser frische Pfeffi-Geschmack. Deswegen hat es am Anfang irgendwie anders geschmeckt. Guck, da werden sogar gleich hier die Viecher angezogen, da krabbelt nämlich schon was die Flasche hoch. Finde das auch sehr interessant. Kennt ihr Pfeffi Black in the Black Edition? Trinkt ihr Pfeffi? Schreibt es bei die Kommentare. Du würdest natürlich wahrscheinlich eh den schwarzen lieber kaufen als den grünen. Auf jeden Fall. Weil du ja der Hannes Black bist und deswegen kaufst du dir sowieso alles in schwarz. Ne? So. Jetzt wisst ihr auch, wie Hannes Herz aussieht, aber das dürfte die Genaya bestimmt ansprechen. Bist du Kokos-Fan? Hin und wieder trinke ich oder esse ich gerne mal mit Kokos. Ich esse Kokosnüsse jeden Tag, Bruder, was geht ab? Mit Schale und allem drum und dran. Da sitzt auch nichts unten, ihr seht das. Das ist nicht wie bei anderen Sachen, wo sich manchmal was absetzt. Wir machen den auch mal hier auf. Ich bin immer der Einzige, der riechen darf. Warte mal, steht da irgendwas? Für ein richtiges Tasting muss man eigentlich mal vorlesen. Bei dem Pfeffi Black steht also nochmal unheimlich gut. Mit Pfeffi Black zeigt sich unser Original Pfefferminzlikör von der dunklen Seite. Die limitierte Sonderedition lässt alle Herzen höher schlagen, sorgt für Gänsehaut bei allen Gruselfans, wie es die Genaya gesagt hat. Und bei dem Kokosmilch, Kokos steht hinten drauf nämlich, als Shot oder gemixt. Mit Pfeffi Coco geht die Sonne im Kühlschrank auf. Der Mix aus Original Pfeffi und der feinen Süße der Kokosnuss weckt Urlaubsgefühle
und darf auf keiner Feier fehlen. Von dem habe ich mittlerweile sogar schon zwei. Und, ja, weiß ich nicht. Je nachdem, wie der euch schmeckt, drehe ich das extra wieder um. Wir schenken mal der Dame ein hier, den Fabi. Jetzt ist das Vieh irgendwie an meinem Kopf, in meinem Auge, an meiner Brille, irgendwo, an der Mütze, ich weiß es nicht. Auch interessante Farbe, sieht natürlich sehr sahnecremig aus. Probieren Sie gleich mal. Sie dürfen wieder den sehr ersten. Chemisch. Du bist immer das Versuchskaninchen. Ich merke das schon. Wenn du es überlebst, also wenn, ich wollte schon gerade sagen, wenn ich umkippe, dann rennt ihr weg. Ich merke schon. Du es überlebst, dann trinken wir es auch. Genau. So. Schmeckt es wie ein schöner Sahnelikör? Oder ist ja, diese, das ist ein Sahnelikör. Definitiv. Oder ist diese Verbindung merkwürdig? Da sind die Milch drin und da ist Farbstoff drin. Schmeckt eigentlich nicht schlecht. Hinten geht die Sonne auf. Ja, schmeckt nicht schlecht, ja. Ja, der brennt trinken. Bestimmt auch nicht so sehr. Ja, also an sich der sagen wir. Ja, aber den kannst du als Shot oder als Gewichst, als Mixer nehmen. Als Gewichst. Manche sagen ja, Pfeffi kann ich nicht, der brennt immer so. Und sage ich was, der hat doch nur 16% oder 17%. Aber der müsste ja. Ja, ist, der ist mild. Durch das, da merkst du schon den Kokos. Durch das Sahnige dürfte der vielleicht angenehmer zu trinken sein als doch, normaler Pfeffi. Hat 15% übrigens. Das ist aber weniger. Der hatte 18. 18 zu 15. Und ganz normaler, weiß ich gar nicht. 17, oder? Ja, ich heißt dachte also, auch. Der ist auch 1% höher. Dann ja, 1% Farbe ist noch dazugekommen, genau. Und weil Schwarze an sich nicht als Farbe zählt, ist es nur 1%. So, Hannes. Mehr Farbe. Tun wir nochmal so machen. Guckt euch nochmal den Homer an, hier vorne auch drauf. Diese super Farbe von diese Pfeffi-Dinger. Ich hätte die Flaschen eigentlich am Anfang mal beide so reinhalten sollen. Fürs Thumbnail, aber jetzt ist es eh zu spät. Also probieren wir mal. Mit Farbstoff und Milch. Schmeckt aber gut. Und? Welchen findest du besser, Hannes? Den schwarzen? Ja, der schwarze ist besser. Okay. Er ist nicht schlecht, der ist nicht schlecht, aber ich mag den schwarzen. Soll ich dir dann den schwarzen als Abschiedsgeschenk mitgeben? Danke. Dass du den für zu Hause dann noch trinken hast? Nein, ja, damit Spaß hier. Nee, du kannst meinetwegen, könnte der Hannes den haben als Abschiedsgeschenk. Und wenn die Shania sagt, der schmeckt ihr, könnte sie den haben als Abschiedsgeschenk. Ich glaube, den will ich sogar. Dann habe ich für das Video das jetzt zwar mal getestet, aber ich habe ja von dem eh noch eine ganze Flasche. Beziehungsweise ich könnte die ganze zu eine Flasche geben. Und kann den Hannes jetzt den Sonntagabend noch durch diese Version quälen. Und durch diese Version. Ah, den machen wir beide, Herr. Stimmt, du bist ja noch da. Das heißt, wenn du den trinkst, dann wäre ja egal. Okay, ich möchte, dass wir beide was davon haben. So, guckt euch diese Pfeffi-Varianten an. Das ist Standbild, da muss man immer so eine Gurke. Nein, aber ohne Spaß, den finde ich richtig gut. Ich bin ja übelst Pfeffi-Fan gewesen, aber mittlerweile, ich weiß, was die Leute sagen, dass man sich am Pfeffi auch übertrinken kann. Und wenn man zu viel Pfeffi immer zu, dann irgendwann ekelt man sich sogar ein bisschen schon davor und sagt, boah, schau wieder das und Ist ja eigentlich bei fast allen Dingen so. Dadurch, dass der Schwarze genauso schmeckt wie der Originale, finde ich den irgendwie neu und erfrischender. Auch dieses Milchige ein bisschen, aber trotzdem dieses Minzige dabei, ist eine sehr interessante Kombination. Süße, also dieser ist auch anders da als die vom Pfeffi selber. Ja. Pfeffi-Koko. Also ich glaube, dieses das Kokos oder die das Sahne allgemein dämpft auch so ein bisschen. Das ist Kokosmilch, ja, das ist Kokosmilch wahrscheinlich. Das ist, Kuckucksmilch. Kuckucksmilch, ja? Kuckucksmilch. So, kennt ihr die Sorten? Kennt ihr Schwarz? Kennt ihr Kokos? Pfeffi allgemein, kennt ihr andere Sorten? Schreibt es in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus, von Hannes Seite aus und von Shenayas Seite aus. Jo. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und der Rest. Ciao. Ciao.